Willkommen in der Welt von Beyblade, dem spannenden Sport, der auf dem engen Band zwischen Blader und Bey basiert, wo Wettkämpfer aus der ganzen Welt antreten, um über ihre Grenzen zu gehen und die Rangliste emporzuklettern. Jeder hat eine andere Strategie und einen anderen Ort, den er sein Zuhause nennt. Aber alle Blader teilen denselben Traum, zu den Besten zu gehören und sich einen ehrenvollen Platz in der Weltliga zu verdienen. 3, 2, 1, let it rip! Kinetic Saturn greift sich das Zentrum und Garuda schießt auf ihn zu wie ein Falke auf seine Beute. Was für eine unglaubliche Gewalt! Im letzten Battle der Euroliga sind wir gegen die Royals aus England angetreten. Es sah schlecht aus gegen Gossam, aber irgendwie haben wir einen Sieg rausgeholt. Das bedeutet, dass wir uns für einen Platz in der Weltliga qualifiziert haben. So muss das laufen! Aber gerade als wir dachten, dass es für BC Seoul super läuft, hat Wakia angerufen. Er hatte schlechte Nachrichten wegen Shu. Er ist eines Tages einfach abgehauen. Er hat den Raging Bulls nicht gesagt, wo er hingeht und beantwortet auch ihre Anrufe nicht. Aber wie ist das möglich? Das glaube ich nicht. Das kann doch nicht sein! Eine neue Chance, ein neues Abenteuer. Wir sind ein Team, keiner hält uns auf. Zusammen sind wir unbesiegbar. Beyblade, denn wir haben's drauf. Gib niemals auf, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an, holen wir den Sieg. Denn das ist Beyblade First Evolution. Gib niemals auf, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an, holen wir den Sieg. Auf der Suche nach Shu. Als Vertreter der Raging Bulls, dem Top-Team dieser Saison in der amerikanischen Liga, der einzigartige Shu Kurenai. Sein Herausforderer hat eine beeindruckende Siegesserie vorzuweisen. Von BC Lago, Jorge. Nur damit das klar ist, mir ist egal, ob mein Team gewinnt oder verliert. Denn ich bin nur hierher gekommen, um dich zu schlagen. Ich lasse meinen Bey darauf antworten. Spiel 1. Erster Battle. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. 3, 2, 1. Let it rip! Ein fantastischer Start. Spryzen nimmt an Geschwindigkeit zu. Ein Burst Finish. Shu Kurenai macht seinem Namen alle Ehre. Das war sein letzter offizieller Battle, bevor er verschwunden ist. Aber er ist doch einer der besten Blader der Welt. Wieso sollte er einfach abhauen? Es ergibt keinen Sinn. Sehe ich auch so. Der Typ, den ich kenne, würde das nie tun. Ach was, ihr müsst mit dem Grübeln aufhören. Wir finden ihn sicher ganz schnell. Hast du aktuelle Infos? Bitte, habe ich natürlich. Ich weiß, wo die Suche losgehen muss. Ab nach Mexiko. Ab nach Mexiko? Mein Familienclan hat Connections auf der ganzen Welt. Durch kostspielige Analysen haben wir herausgefunden, dass eine 300-prozentige Chance besteht, dass sich Shu irgendwo in der Gegend auffällt. 300-prozentig. Und das ergibt genau null Sinn. Hey, Moment mal. Wie habt ihr es so eingrenzen können? Das ist leicht. In den letzten Jahren hat es ein Gerücht unter den besten Bladern der Welt gegeben. Es geht um eine Top-Secret unterirdische Trainingseinrichtung. Dreimal dürft ihr raten, wo sich diese Anlage befinden soll. Kann ich viermal? Also mir ist das neu. Ich höre es zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ich das glaub. Hört auf, euch zu beschweren und helft mit! Bin aber nicht überzeugt. Du kannst nicht einfach Zahlen erfinden wie 1000%. Ich hab 300% gesagt! Hör auf zu übertreiben! Also, was weißt du über dieses super geheime Versteck? Eigentlich nicht viel, aber ich sage euch, was ich gehört hab. Die, die's wissen, nennen es die Schlangengrube. Hör auf! Ist nicht wahr! Es stimmt. Wer auch immer den Namen erfunden hat, wusste, was er tut. Ist ja irre. Wenn die Geschichten wahr sind, ist dieser Ort eine der brutalsten und mysteriösesten Trainingseinrichtungen überhaupt. Von dort stammen einige der zähesten Blader der Welt. Man erzählt sich, dass sie sogar eigene, äußerst herausfordernde unterirdische Turniere abhalten.
Klingt cool, naja, außer der Teil mit den Schlangen. Nicht schlecht. Ich verstehe irgendwie, warum sich die Besten der Besten dort beweisen wollen. Aber Leute, ist Shu deswegen dorthin? Ich hoffe es nicht. Weil? Etwas habe ich euch noch nicht erzählt. Man sagt, dass von den Bladern, die dorthin gegangen sind, um ihre Skills zu verbessern, seitdem kein einziger wiedergesehen wurde. Ist das dein Ernst? Das riecht nach Ärger. Hast du denn einen Beweis, dass Shu tatsächlich dort ist? Das will ich auch wissen. Wo ist der Beweis? Richtig, Beweise. Ja, wo sind die Beweise? Gar keine. Aber dieser seltsame Ort passt doch irgendwie zu Shu, oder? Da müsst ihr mir doch recht geben, Leute. Er war immer ziemlich besessen davon, stärker zu werden. Wir sind da. Jetzt untersuchen wir meine Theorie. Leute, willkommen in Mexiko. Nichts ist anregender als eine frische Strandbrise. Ist das das Paradies oder was? So heiß. In dieser Hitze könnte man aus 3 Eiern ein Omelette machen. Und ich dachte, dass die Sommer zu Hause brutal waren. Ich schmelze, ich brauche ein Eis. Und zwar schnell. Wir müssen aber zuerst Shu finden. Reißt euch zusammen. Ich glaube, wir könnten alle etwas Schlaf vertragen. Wir fangen morgen früh an. Yo, ist das nicht? Wie war gleich der Name? Ich hab's gewusst! Ey, warte doch! Macht euch auf eine Show gefasst, wie ihr sie in diesem Land noch nie gesehen habt. Ein unvergessliches Finale! Finale, Finale! Ich nenne es menschliches Beyblade! Let it rip! Tada! Das war einfach unglaublich! Und sogar die Landung war perfekt! Mein Name ist Kusa! Danke. Mein Name ist Karl. Danke. Danke. Ich fühle mich geehrt. Ist das nicht dieser Junge aus Deutschland? Das ist Kusa von den Dompteuren. Schade, du hast seinen epischen Backflip-Boost verpasst. Hey, sieh mal, wer hier ist. Huh? Oh, hi, Walt. Die Welt ist klein. Hi, Walt. Mensch, wie eng. Also seid ihr den ganzen Weg nach Mexiko gekommen, um ihn zu suchen? Shu hat echt Glück, dass er Freunde wie euch hat. Und was ist mit dir? Was treibt dich hierher? Ich wette, du ziehst gerade als Straßenkünstler um die Welt. Irgendwie ja und nein. Nur die halbe Punktzahl. Ich reise um die Welt, aber ich mache es wegen des Bay-Trainings. Und da dachte ich mir, ich könnte nebenbei ein paar Shows geben. Dann heißt das wohl, du gehst in die Schlangengrube. Bist du deshalb in der Stadt? Hab noch nie davon gehört. Redest du da von einem Club? Nein, nicht unbedingt. Es gibt eigentlich nur Gerüchte. Hast du irgendwas davon gehört? Gar nichts. Gar nichts. Oh, wie schade. Erzählt mir doch kurz mehr darüber, Leute. Klingt, als würde sich's lohnen. Vergiss es einfach, du hast nie von uns davon gehört. Ah, oh, Mission erfüllt, ich bin fündig geworden. Oh. 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 Seht mal, wie groß sie ist. Vor unserer Landung haben wir über dem Dschungel eine Runde gedreht. Da habe ich dieses Bild aufgenommen. Was für ein verrücktes Design. Sieht weder wie eine Grube noch wie eine Schlange aus. Das muss es sein, was wir suchen. Das werden wir uns gleich morgen in aller Frühe ansehen. Ins Herz des Dschungels. Nicht mal Einhörner könnten uns aufhalten. Ich behaupte, unser Problem werden eher Schlangen sein. Gut, das macht die Sache noch einfacher. Löbliche Einstellung. Hey, hier oben! Hä? Dann lassen wir die Show mal steigen. Kusa! Was machst du denn hier? Ich finde, euer Abenteuer klingt ziemlich gut. Und deshalb werde ich euch begleiten. Kommt nicht in Frage. Ich lasse doch keinen Zirkusclown, den ich kaum kenne, in mein Privatjet. Sei kein Spielverderber. Ich kenne viele Tricks und bin nützlich für euch. Tricks, nützlich sein. Hey, was haben wir zu verlieren? Und außerdem können wir da draußen jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen. Dann bin ich wohl überstimmt. Alles klar, du kannst mitkommen. Aber diesen Piepmatz hast du besser unter Kontrolle. Wenn ich da drin nur einen Krümel Vogelkacke sehe, bist du raus. Ha! Dein Flugzeug, deine Regeln. Okay, fertig machen für die Landung, Herrschaften. Aber nicht so! Wir können doch nicht im Dschungel runtergehen. Es gibt nicht viele Optionen, wenn man hier draußen ist.
Ab hier werden wir wandern. Juhu. Gibt es keinen Shuttlebus oder sowas? Sieh's doch mal so, es ist wie eine Schatzsuche. Vergesst nicht, dass wir Karl haben. Zeig uns den Weg, Kumpel. Oh. Niedlich, als hätte man ein altertümliches GPS-System. Du hast ja keine Ahnung. Dann mal los. Genau, wir haben uns verlaufen. Ach nein. Wir sind am Arsch, komplett am Arsch. Erzähl uns was, das wir noch nicht wissen, Quatschtüte. Keine Panik, Leute. Ich habe schon vermutet, dass das passiert. Deshalb habe ich eine Spur mit Brotkrümeln hinterlassen, die zum Flughafen führt. Gute Idee! Fantastisch! Ich sehe keine Brotkrümel. Und ich auch nicht. Sorry, Leute. Ich glaube, dass Karl Hunger hatte. Nicht dein Ernst! Unverzeihlich. Du hast uns doch versprochen, dass du nützlich sein wirst. Dann haben wir uns wirklich verlaufen. Und das auch noch mitten in einem Dschungel. Ein kleiner Rückschlag wird uns nicht aufhalten. Wir finden das Geheimversteck. Shu ist dort und braucht wahrscheinlich unsere Hilfe. Oh, Junge. Das ist wohl ein Witz. Hier liegen ein paar Sachen, mit denen wir auf die andere Seite kommen können. Guter Fund. Das ist ganz mein Fall. Klasse Herausforderung. Kann ich als Erster? Sicher, geht schon vor. Ich werde von hier aus zusehen. Bist du festgeschnallt? Yep, alles bereit. Wow! Nie im Leben werde ich das machen. Juhu! Das hat riesen Spaß gemacht. Das Equipment ist stabil, seht ihr? Wir sind als Nächste dran. Auf Flug! Juhu! Wenn ich nur solche Flügel hätte wie Karl. Oh, bitte. Das ist mein Lieblingsabenteuer! Ich nehme einfach meinen Privatjet! Hey, du kannst das! Denk einfach dran, nicht runterschauen! Oh, danke für nichts. Jetzt kann ich an nichts anderes denken. Warum spielt der sich denn so auf? Naja, weißt du, er hatte ein bisschen Höhenangst. Stell dich nicht so an, Vakia! Komm schon! Hör auf, mich zu hetzen! Ich versuch's ja! Sei das Seil! Ich will das Seil nicht einmal anfassen und auf keinen Fall will ich das Seil sein! Okay, dann bleibt mir nur eins übrig. Wie bist du da hingekommen? Hey, mit der Hüpferei auf, okay? Davon wird mir schlecht! Stopp! Zwing mich nicht, da hochzukommen und dir Manieren beizubringen! Also, ich bin raus. Das war zu viel für mich. Ich hoffe wirklich, das ist es wert. Wenn Shu nicht dort ist, werde ich echt sauer. Ich meine, das gibt's doch nicht. Wer ist eigentlich der Typ, den wir da versuchen zu finden? Wie viel Zeit hast du denn? Also erstmal ist er unser Rivale. Und nicht nur irgendein Rivale, er ist unser Stärkster. Cool, und was noch? Er ist auch noch unser Freund aus Japan. Wir sind Freunde, seit wir Kinder waren und wir haben zigtausend Male gekämpft. Er ist einfach unglaublich. Mit Spryzen als Partner ist er sogar ein Mitglied der Supreme Four, der besten Blader Japans, geworden. Oh, richtig. Und er hat was drauf, was im Prinzip so eine Art Superkraft ist. Oh ja? Was denn für eine Kraft? Pasta kochen! Ist die so gut? Eher nicht von dieser Welt. Sobald wir ihn finden, frage ich, ob er welche macht. Ich meine, es sind nur Nudeln, oder? Mehr als das. Sehr überzeugend. Klingt nach einem super Typen. Ihr habt Glück, dass ihr einen Freund, Gegner und Koch in einer Person habt. Ich kann kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Es sieht ganz so aus, als hätte Karl was gefunden. Bist du diesmal sicher? Oh.
Das ist es. Wäre ich nie drauf gekommen, Sherlock. Total. Denkt ihr, das ist der richtige Ort? Definitiv. Das ist es. Kein Zweifel. Es ist in einer Lichtung. Genau wie auf dem Foto. Was glaubt ihr? Kommen wir da rein? Würde ich nicht machen. Was könnte denn schiefgehen? Halt, Eindringlinge. Oh. Hi! Geht's hier zur Schlangengrube? Kumpel, es gibt wahrscheinlich ein geheimes Codewort. Coole Maske. Steigt hier irgendeine Art Party? Party, Party! Stehst du da nur rum? Eine Frage. Kennst du hier jemanden namens Schuh? Ich muss mit ihm reden. Seid bereit zu kämpfen. Was ist das? Das ist wie ein Actionfilm. Leute, das ist eine Bay Arena. Da ist euer Beweis, Herrschaften. Es ist der richtige Ort. Wenn wir dich besiegen, gibst du uns dann endlich eine Antwort? Okay, wir ziehen's durch. Aber wenn ich gewinne, musst du mit mir reden. Ich heiße Walt Aoi. Und das hier ist Genesis Veltriac. Du bist dran. Sag, wer du bist. Red Eye. Oh, was für ein komischer Name. Und mein Bay ist Legends Bryson. Seht ihr das? Was für ein Film ist das denn? Spryzen? Hey, der gehört meinem Freund. Was soll denn dieser Mist bedeuten? Den Schuh, den ihr kennt, gibt's nicht mehr. Was hast du gesagt? Das ist doch nicht wahr. Soll das ein Witz sein? Wovon redest du da? Er war zu schwach. Er war Spryzens nicht würdig. Ich bin es. Deshalb habe ich ihn übernommen. Ich weiß, wie man die wahre Kraft dieses Bays nutzt. Meine Theorie war richtig. Shu war hier. Aber wo ist er jetzt? Er ist weg? Wie geht das? Ich glaub dir kein Wort! Shu ist nicht so, so ist er nicht! Hör mir zu! Wenn ich gewinne, dann werde ich Spryzen mitnehmen! Sicher. Bereit! 3, 2, 1! Let it rip! Das Teil ist schnell! Habt ihr den Start gesehen? Ja. Er hat sich vom Boden abgedrückt und seinen Starter vorgeschoben. So hat er seinem Bay Schwung gegeben. Er weiß genau, wie man einen erstklassigen Start hinlegt. Los! Jetzt! Spring Attack! Jeps, hab ich kommen sehen. Gib mir noch einen Versuch. Akzeptiert. Jetzt zeig ich's ihm. 3, 2, 1! Let it rip! Der hat die Richtung geändert. Er dreht sich gegen den Uhrzeigersinn? Das kann nur bedeuten, dass sich Spryzen jetzt in beide Richtungen dreht. Hab ich was verpasst? Geht das überhaupt? Direkt vor dem Start hat er was umgestellt. Muss was damit zu tun haben. Er ist sogar noch wilder als Veltriac. Ja, wie ein ungezähmtes Wildpferd. Okay, komm schon, Partner! Nein, wir werden uns niemals ergeben! Jetzt, Spryzen. Ex-Lodge! Thank you.
brutal. Haut ab. Oh. Warte! Ich hab gesagt, warte! Verlierer haben hier nichts zu sagen. Hast du das auch zu Shu gesagt, um ihn loszuwerden? Du sagst mir sofort, wo ich ihn finde. Das hab ich verdient. Gib's Bryson zurück, er gehört dir nicht! Wir müssen Red Eye verfolgen, aber uns stellen sich ein paar maskierte Blader in den Weg. Sie wollen uns mit ihren Schattenbase herausfordern, die genau wie unsere aussehen. Wenn wir aus dieser Misere rauskommen wollen, müssen wir sie besiegen. Nächstes Mal bei Beyblade Burst Evolution. Schattenmagie. Die Schlangengrube. 3, 2, 1. Let it rip!